Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wirkungsvoll Webvideos produzieren. Heute geht es um das Thema Maske für Männer. Wie schminke ich mich richtig? Was muss ich da beachten? Und ich befinde mich hier in Karlsruhe-Neureuth im Studio von Becky. Becky arbeitet für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, für das ZDF, für die ARD oder auch für die Bavaria. Und deswegen lege ich jetzt mich, mein Gesicht, vertrauensvoll in ihre Hände. Der erste Schritt bei dem lieben Olli. Wir fangen an und nehmen uns ein ganz einfaches Kosmetiktuch, Tempo, was ihr so zur Hand habt, und streifen wirklich einmal übers Gesicht ab, weil das größte Thema bei den Männern ist tatsächlich der Glanz. Der Glanz entsteht natürlich durch die Poren, durch Schweißpartikel. Ich habe jetzt auch hier geschaut, gerade bei dem weißen Hemd, dass wir das schön abgedeckt haben, dass wir hier keine Ränder haben später. Im nächsten beziehungsweise wichtigen Schritt ist das Studiofix im Einsatz. Studiofix ist das häufig verwendeste feste Puder, was ich kenne von den Sendern und überall. Studiofix hat immer den großen Vorteil, dass es auch wirklich Unreinheiten sehr, sehr gut abdeckt. Ja. Auch wenn wir irgendwo mal eine rote Stelle oder etwas haben, das macht das Studiofix super weg. Ob wir ein bisschen Rötungen haben oder so, das ist, wenn man sich so seinem Hautton entsprechend immer ein Studiofix oder zwei für sich hat, dann ist das super toll, also als Mann. So eine, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier eine NC30, nennt sich, das ist so der Klassiker, den die meisten haben. Der geht generell fast für jeden Hautton, wenn man nicht zu hell, zu dunkel ist. So, bei den Männern arbeite ich jetzt beim Olli mit einem Schwämmchen. Das finde ich viel einfacher, auch als Mann, wenn man sich für die Kamera selber abpudern soll, muss. Ja, fällt einem das viel leichter, mit so einem Schwämmchen zu machen. Da arbeitet man auch viel großflächiger. Heißt, mit dem Pinsel ist das alles ein bisschen feiner. Das ist für die Frauen einfacher, aber für die Männer ist so ein Schwämmchen toll. Auch hier, wie bei den Frauen, achte ich immer darauf, dass ich das ganz weit in den Haaransatz mache. Dass ich hier oben, umso weiter der Haaransatz geht, muss ich wirklich ganz tief rein. Und die Ohren bitte nicht vergessen, hinter den Ohren. Die Ohren werden immer, immer mitgeschminkt und das Dekolleté wird auch immer mitgeschminkt. So, also immer mit abgepudert oder eben mit so einem Studiofix nachgearbeitet. So, das wäre der erste und wichtigste Schritt. Zweiter Schritt, wichtiger Schritt. Ich habe ein Wimpernbürstchen. Das gibt es ganz einfach auch in der Drogerie zu kaufen, ein Haarspray, und habe das jetzt angesprüht. Bei den Männern ist nicht viel, aber das, was wir zu tun haben, ist wichtig. Wir kämmen einmal die Augenbrauen durch, dass wir schauen, sind da lange Haare dabei. Man hat ja nicht immer irgendwie eine Schere, um die abzuschneiden, also legen wir die einfach schön. Also Augenbrauen, ganz, ganz wichtig. Nach den Augenbrauen hat der Olli jetzt auch hier einen kleinen Bart oder einen kurzen Bart. Den Bart auch, super Geheimtipp, immer mit dem Wimpernbürstchen mit Haarspray einmal durchkämmen tatsächlich. So würde ich das Ganze beschreiben. Durchkämmen, damit die Haare, die da so abstehen, die legen sich. Und wenn wir vorher abgepudert haben, dann machen wir uns auch dieses lose Puder, was da drauf gekommen ist, mit dem Studiofix oder mit was auch immer ihr das so macht, kommt dadurch natürlich weg oder wird dadurch abgebürstet. So. Das ist der zweite Schritt. Dritter Schritt. Zudem benutze ich jetzt eine Puderquaste, so nennt man das beim Filmfernsehen. Die Puderquaste sollte ein Mann immer mit seinem Studiofix, mit seinem Puder dabei haben. Ich gehe jetzt bei der Puderquaste ganz leicht noch einmal über die Augeninnenlider. Da finde ich, kann es noch ein bisschen besser abgedeckt sein. Auch das ist etwas, das kann man immer nachträglich machen, wenn man doch in den Spiegel schaut und sagt, ha, doch nicht so gut geschlafen, doch noch ein bisschen zu viel Blau, Lila oder zu viel Schatten unter den Augen, dann kann man das immer noch mal nacharbeiten. Also so eine Puderquaste
findet ihr in jedem Maskenbedarf oder auch in kleinerer Form bei der Drogerie. Also eine Puderquaste ist super wichtig. Das kann man ganz schnell arbeiten, auch ganz schnell über die Ohren drüber. Das geht super easy. So, was ich dazu noch gerne sagen würde, bei der Puderquaste geht es ein bisschen tiefer, geht es auf die Hände. So, kommt drauf an, was für ein Video ihr macht. Habt ihr die Hände oben? Habt ihr irgendwelche Karten in der Hand? Was habt ihr? So, ich gebe jetzt mal dem Olli hier was in die Hand, damit er mal die Hände hochhält. So, schaut auch, habe ich an den Händen was? Es ist auch nie verkehrt, die Hände einmal abzupudern beziehungsweise einmal den gleichen Ton wie im Gesicht anzusetzen mit Studio Fix. Das wird häufig vergessen, ist aber bei Männern ganz entscheidend. So, das würde auch tatsächlich schon ausreichen. Bei den Haaren ist es jetzt hier, ich würde mal vorsichtig sagen, übersichtlich. Wir können das Ganze kämmen, würde ich immer. Einmal durchkämmen, einmal schauen, wie liegen die Haare. Für die Kamera ist es entscheidend, wie fühle ich mich wohl mit den Haaren. Das bin ich gestylt, wie viel bin ich gestylt. Aber es darf nichts abstehen. Es dürfen keine Haare, keine fliegenden Haare hier abstehen. Auch an den Ohren ist es ganz wichtig. Vor allem bei den Brillenträgern, wie sehen da die Haare aus. Hier als Mann immer in seinem Notfallset bei der Puderquaste, beim Studio Fix, immer ein kleines Haarspray, ein Kamm, wir sprühen drüber. Das ist eine Sache von 30 Sekunden für den Mann, aber es macht einen riesen Unterschied in der Kamera, dass man sieht, dass die Haare nicht wirklich beliebig sind, sondern dass da tatsächlich auch so ein Plan ist. Ja, den brauchen wir. Jetzt würde ich dich bitten, die Brille uns aufzuziehen. Dann schauen wir mal mit der Brille, wie die Konturen aussehen. Ja, super, genau. So, immer schauen, steht hier was ab? Ist alles noch gut? Sitzt das alles? Wunderbar. Und bei den Haaren ist bei den Männern immer wichtig, matt, matt im Notfall auch vorher, wenn zu viel Glanz in den Haaren ist, Trockenshampoo drauf, also auf gar keinen Fall zu viel Glanz in den Haaren bei den Männern. Es darf immer super natürlich aussehen. So, dann vielen Dank, Olli. Und zu guter Letzt immer schauen, wenn ihr alles abgemacht habt, sitzt noch alles, sitzt der Kragen, vor allem bei einem Hemd, ist der symmetrisch, also ganz, ganz wichtig, ist er auch hier hoch aufgeschlossen, wie sitzt das Hemd. Das sitzt super.